Neues Wochenende, neues Video. Ach nee, warte mal. Grüß euch zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich bin's, der Skopel, und heute ist endlich S51-Tag. Das Projekt ist gestartet. Aber die sollte man ja nicht filmen, nee, zu spät. Rauspixel. Das ist der Lenny. Das ist der, den man nicht filmen soll. Und den da hinten, den kennt ihr alle, den ich öfters fertig machen soll. Der wieder große Fresse hat, wenn man nur eine Kamera an hat, ey. Ja, das Projekt ist gestartet. Projekt S51. Wir sind schon soweit. Ich habe einfach keinen Nerv gehabt, weil die drei Jungs mir hier völlig den Nerv hauen. Ja, der Rahmen. Es geht. Also daran dem, schon mal nicht. Dann muss es doch an den anderen hier, an den Motorhaltungen. Ja, dann muss ich da vielleicht noch mal ein bisschen. Ja, gut. Wir haben noch ein kleines Problem mit dem Schwinglager und das andere. Meine Fresse, ey. Ja, was haben wir bis jetzt geschafft? Das seht ihr. Telegabel, Motorhaltung, okay, sind wir noch dabei. Bremsen habe ich jetzt auch fertig. Die habe ich ja selbst lackiert, habe ich vergessen mitzunehmen zum Pulvern. Mehr haben wir nicht geschafft, ne? Ja, die Telegabel haben wir noch regeneriert. Genau, Lukas, die Telegabel wurde noch regeneriert. Jo, und jetzt geht's weiter. Also ihr werdet jetzt immer so ein bisschen auf den Laufenden halten, wenn mal jemand die Kamera an, wenn ich es für wichtig empfinde, und dann seht ihr. Ja, genau. Ah, ich hab was im Schuh. Okay, bis gleich. So, das waren 10 Minuten später. Ja, okay. Halbe Stunde? Ich weiß es nicht. Doch, denk mal, halbe Stunde. Halbe Stunde später ist jetzt der Obergurt. Federn hinten. Endlich ist Lukas weg. Der hat mal wieder den ganzen Nerv geraubt. Ihr seht schon. Habe ich das auch gesagt? Weiß ich nicht. Nein, ich habe bei Instagram. Instagram, apropos, hier oben, Herze. Ja, da mache ich jetzt den ganzen Tag schon Stories. So vom Fortschritt. Lenny, sag mal kurz Hallo. Hallo. Das hast du aber schön gesagt. Endlich können wir mal richtig schön reden, wo der Lukas nicht mehr da ist. Ja, ihr seht schon, das Moped wird langsam, nimmt schon langsam wirklich Gestalt an, so wie es sein soll. Ja, wir werden jetzt den Motor drin hängen. Dann werden wir, glaube ich, schon anfangen mit der Elektrik, weil die Schutzbleche fehlen, können wir leider noch nicht alles machen. Weil, ja, das ist leider so. Also wie gesagt, nächste Bilder, die ihr seht, ist mit Motor. Ach, die Blinker sind so geil. Also die auch bei Dennis dran sind. Lenker ist jetzt auch dran. Ne? Ich habe jetzt hier so eine Schläuche. Das sind Gewebeschläuche. Oder nee, Geflechtschläuche. Oder Geflechtschlauch, irgendwie so heißt das. Gibt es in verschiedenen Farben. Eh noch gequatscht. Weiter geht's. Ist ja warm draußen, also muss gearbeitet werden. Der Ventilator hilft uns ein bisschen dabei, den Kühlkopf zu behalten. Okay, dann bis. Hier liegt ein Helm. Ja, ich fahre die ganze Zeit schon rüber. Von dir wissen wir ja. Von dir. Gut, dann bis gleich. Ja, so, das war Tag Nummer 1. Wir haben ordentlich was geschafft. Ich weiß ja nicht, also Motor habt ihr noch nicht gesehen. Auspuff ist dran, Kettenschläuche ist dran. Jo. Auspuff ist noch nicht endgültig, also das wird nochmal. Da fehlt noch ein bisschen was. Ich weiß nicht, da kriege ich irgendwie nicht richtig hin. Da muss ich mal jemanden fragen, der Ahnung davon hat. Ja, was ist sonst noch passiert? Typenschild ist jetzt dran. Blinker sind richtig befestigt. Ja, könnt ihr mal ein bisschen so gucken. Auf jeden Fall macht das schon eine ordentliche Figur. Ich blende nochmal das Bild ein jetzt, so wie er aussehen soll. Ich finde, er kommt schon sehr dicht daran, so wie er jetzt aussieht. Außer natürlich, also jetzt so vom, ja, ihr wisst, wie ich das meine. Gut, dann bedanke ich mich erstmal für das erste Zuschauen. Das war jetzt Teil Nummer 1 von diesem Projekt. Ich finde dafür, also für einen Tag, okay, wir waren 4 Mann, aber da war eigentlich mehr Rumgequatsche und so weiter mit bei als wirkliche Arbeit. Gut, dann, ich weiß ja nicht, wie ich aussehe, ich muss mal kurz. Dann wünsche ich euch was. Danke fürs Anschauen. Dann wünsche ich euch was. Danke fürs Anschauen. Bis zum nächsten Video. Ahoi Brause, euer Skopel und Peace out. Wer sind Sie? Sie haben da jetzt auch einen YouTube-Kanal, oder nicht? Nee, noch nicht. Aber doch, hast fast. Du. Ja, doch, also er will auch anfangen mit YouTube. Er heißt denn Lenny to Stroke? Jo. Lenny to Stroke. Also 2 und Stroke. Ich verlinke das einfach mal jetzt hier oben, sein Kanal, ja. Gut, dann. Tschüssikowski. Vielleicht hat er denn schon ein Video. Wir werden jetzt noch seine Kamera machen. Okay, jetzt wirklich Schluss. Ich habe ein paar Kleinigkeiten noch zu erledigen.
Das werden wir jetzt mal uns anschauen. Also zuallererst heißt es, die alten Teile putzen, die ich jetzt nicht erneuere. Bei der Bremsstange habe ich schon angefangen. Hier vorne seht ihr das, wird wahrscheinlich sehr gut, dass da sauber ist und hier hinten alles noch dreckig. Werde ich wieder mit meiner Bohrmaschine und dem Aufsatz dazu alles sauber machen. Dann kommt noch der Herzkasten dazu. Ja, hier sind auch noch ein paar Teile oder der Herzkasten an sich. Der Luftfilter kommt raus, das ganze Blech. Das wird durch einen neuen ersetzt. Dann habe ich hier noch kleinen Kram. Hier zum Beispiel von der Bremse der ganze kleine Zeug. Hier von die Feder vom Hauptständer. Dann haben wir hier noch Lenkerhalter. Wird alles noch aufbearbeitet. Muss ja auch nicht gebraucht aussehen. Das Rand kann ja gleich wieder schön gemacht werden. So, das werde ich dann hier auch sauber machen, die Schmutzfänger. Hinten und vorne. Ja, Auspuffschelle. Das ist hier neu, das kommt weg. Also nicht weggeschmissen, sondern das wird weggelegt. Ja, dann noch Gepäckträger wird auf hier gearbeitet. Der Knochen. Jo, das werde ich jetzt alles machen. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Weil ich brauche euch ja nicht zeigen, wie man mit der Mauermaschine putzt. 3 Stunden später ist dann soweit alles fertig, bis auf den Herzkasten. Den habe ich heute nicht geschafft, weil da kann mir doch lieber das Auto mit den Frontscheinwerfern, dass ich die mal wieder auffrische. Dazwischen, was habe ich geschafft? Bremsstange. Die Feder habe ich dann auch gleich noch sauber gemacht, ne? Unterlegscheiben und die Verstellschraube. Denn die Bremsnocken habe ich hier die Verzahnung erstmal schön sauber gemacht, damit der ganze Keim, Schmodder und sonst irgendwas von Jahrzehnten raus ist. Dann habe ich hier die Feder vom Hauptständer sauber gemacht. Sieht auch wieder schön aus, kann auch wieder angebaut werden. Muss ja nicht immer neu gekauft werden. So, das Plastik habe ich auch relativ schön sauber gekriegt. Also das kann man, also Gummi und Plastik, das kann man auch wieder verwenden. Also auch nicht neu kaufen. Ich meinte, ist ja eh. Ich wollte ja ein Low Budget draus bauen, aber es wird jetzt kein Low Budget mehr, weil ich doch was viel schönere draus bauen wollte. Ja, dann habe ich jetzt noch die Teile lackiert, selbst lackiert. Ich verraffte mit zu ihm, aber ist nicht schlimm. Falls mich das stört und immer wieder Lack abplatzt, werde ich maximal noch jedem zum Pulvern. Kann er irgendwo mal mit zwischenschummeln, wenn das schwarz ist. Ist ja keine besondere Farbe. Ich wollte mal kurz hier ein kleines Update zeigen. Das sind wirklich die einzigen Teile, die ich wieder verwenden werde. Der Rest ist neu. So viel denn zu dem Thema Low Budget, ja.